Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Payday 2. Wir sind jetzt hier wieder in der Lichter-Show. Jetzt müssen wir die Show abziehen. Diesmal haben wir halt den Nachteil, ja, warte mal. Genau, wir haben jetzt den Nachteil, Daniel wurde halt einmal entdeckt, deswegen hat er die Maske auf. Aber hey, wir kriegen es okay, irgendwie hin. Lecker. Und den Vorteil haben wir, ich habe die Maske nicht auf. Links. Ich hab's gemacht. Und die bin schon da hinten, ne? Ja, tut sich da nicht, man kommt jederzeit nur noch vorbei, ne? Ja, ich weiß. Zur Info, wenn wir es schaffen, soweit, können wir uns so wieder entmasken fürs Entkommen. Aha. Ah, das ist ja schon, da würde ich die Crowd durchgehen, ja. Das hat Bane erwähnt am Anfang. Das ist wahrscheinlich recht, oder? Was war das? Noch nicht gucken. Ja. Du musst dreimal, oh, dreimal musst du diese Sequenz machen. Wunderbar. Boom, Feuer! Du hast Feuer, weil jung! Ich kümmere mich halt um links, dann, wenn das sein sollte hier. Oh. Mit jedem der zwei Dinger geht unten C4 hoch. Alright, gut. Boom! Ja, genau, halt mit dem Pyro, genau, ballern wir die C4. Ah! Das macht ja Sinn, ne? Damit jemand bemerkt, dass das C4 in die Luft fliegt, so. So, links Daniel. Fein. Also ich glaube, wenn das erledigt, ist das letzte Aufgabenteil der schwerste. Oh, der schwerste? Sag, Ben. Also wir machen jetzt das Put on a Show Set jetzt gerade, oder? Wir machen gerade die Pyro-Show, ja. Das muss dreimal gemacht werden. Oh, die war... Oh. War gerade einer. Das nächste Ziel ist es... Ja. Ihr müsst ja wieder runterkommen in das in die Garage. Haben wir uns gedacht. Und dort einen Schneidebrenner ansetzen oder so irgendwas. Für 30 Sekunden. Right. Sehr schön. MF Steph, Achievement. Ja, wir müssen runter. Okay, ich schau mal kurz das Achievement an. Hey, alles noch ab, die Pyrotechniksteuerung ohne einen Fehler. Ja, genau, ja. Weil jetzt wurde der Tresor halt in die Garage reingesprengt und deswegen brauchen wir dann den Cutter, um halt um das dann aufzuholen. Ja, okay, alle fallen jetzt ab. Juhu. Ja, genau, hier. Jetzt weg hier. Genau, die Sache ist, scheiße, er kommt hier manchmal vorbei, deswegen den Body Bag hier zu lassen, wäre echt nicht tragbar, so. Na, weißt du, ja. Ich glaube, die Leiche hier liegen zu lassen wäre halt scheiße, weißt du? Genau, genau, auf jeden Fall würde ich das nicht machen. Nichts mit, wenn es geht. So, komm, ja, Daniel hat jetzt quasi den Befehl, einfach nur dir überall zu folgen oder den Tipp oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Advice. So, jetzt Daniel. Ich kann nicht rennen. Ja, das ist halt echt belastend so. Ihr könnt auch nicht zu mir kommen, dass wir noch einen Spielkollegen bleiben. Nee, leider nicht. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, dass du so ultra langsam bist, aber wir können es auch nicht leisten, dass hier irgendwie mit der Body Bag noch ein Deck bildet. Ah, weißt du, wir den hier liegen lassen. Nee, hier ist es einfach zu risky, weißt du. Aber da oben konnte man aber auch nicht liegen lassen, das ist das Problem. Oh Gott, sieht nicht mehr. Wir müssen es aber auch probieren, dich mit dem Body Bag durchzubekommen. Oder willst du ihn mir geben oder so? Ja, kann ich machen.
Scheiße, ey. Vorsicht. Oh, oh Gott, das war sehr gut. Oh. Wir wollten gar nicht wissen, wie lange wir diese blöde Musik schon hören und wir alle keine und wir sind alle nicht so die größten Elektro-Fans von dem her. Elektro geht, aber es ist halt manchmal echt. Es geht halt einen jetzt schon langsam hart auf die Nüsse. Ich meine, du hast die Scarface-Teilsbook, die echt geil war, und dann hast du das da hier. Gut, Miso Plavini, Japanese Sushi. Was? Ja, ein Buch, aber der ist geschlossen. Ja, ich bin nicht arbeiten. Geh weg. Wenn der durchkommt, flüchten wir. Ja, los, Sonny, wir müssen jetzt. So, hier oben kommt keiner vorbei, hier kann ich nicht. Ja, da oben müssen wir ablegen können. Ne? Genau so. Kurz mal ankratzen, weil die juckt so. Puh, ey, das war anstrengend. Hier war auch zum Beispiel die ganze Zeit, in dem Shop-Buch war die ganze Zeit ein fucking Shop-Clerk, der uns immer dann sehen konnte. Hier, Renefer. So. Hier, den haben wir hier getötet, deswegen können wir hier runter droppen. Aber pass auf, Daniel, dass du dich hier hältst, weil da ist auch immer noch deine Verkäufer. Das ist, boah. Ja, weil da ist noch der Verkäufer. Assassin's Creed. So, gehen wir hier durch. Stimmt, ne, Moment mal, mit welchem Dings? Ja genau, wir mussten hier hinten rein, ja. Oh, und das war so schlimm, weil hier ist die ganze Zeit eine Guard. Und ich musste dann hier das Schloss aufmachen, während er die ganze Zeit da. Komm mit sofort. Während er die ganze Zeit dann vorbeikam und so. Das war echt hart anstrengend. Hier haben wir beide getötet, soweit ich mich erinnern kann. Aber hier sind noch Camps, deswegen passt auch auf. Also jetzt. Okay, der Volt. Ah, den Volt muss man da unten jetzt den Schneider machen. Den Wesley Snyder. Ah, hier, schau mal. Ja, jetzt müssen wir hier den Gable Stapler holen. Oh, wir haben es geschafft, Daniel. Meine Güte, habe ich. Oder? Oh, stimmt, warte. Noch ist nämlich alle Tage Abend, wenn wir ganz ehrlich. Sagen wir mal so, ich habe nicht erwartet, dass wir hier es wieder runter schaffen. So. Oder natürlich habe ich damit gerechnet, dass wir es hinkriegen, aber ich dachte, oh, das ist. Der ist so big. Oh, wie lange das denn dauert, ey. Das 6-mal noch. Das ist noch Sinn. Ah, wir haben nur einen von den Dingern. Ja. Ja, wir haben nur einen. 30 Sekunden hat ein Cut. Ich weiß nicht, was ich machen müsste, aber 30 Sekunden hat ein Cut. Ah, das ist halt so ein Deckenschneider, der den Rundkreis schneidet. Das war 30 Sekunden eine Runde. Boah, geil, ja. 30 mal 6, Leute, viel Spaß. Na, Leute. Ganz abnehmen. Cash. Geld. Genau, du sammelst auf Cash. Hier die Bolzer am Abwerfpunkt. Okay. Gut. Sagen wir gut, dass der Herr Marzipin sein Geld hier gelassen hat. Frage ist, wo ist der Abwerfpunkt? Das ist Bordschuss. Ich glaube oben die Treppe, kann das sein? Hm. Weißt du was, Daniel? Ich schau mal, dass ich die Bags schon mal vorbeibringe. Du machst weiter mit den Schneidern, okay? Schmeiß es auch einfach hin. Ja, ich lasse dir hier die Wesley Snyders. Das ist die Kamera. Yes. Ne, das ist der falsche Weg hier. Alter, ich muss ein bisschen vorfahren. Du musst darauf, ja. Dann können wir schon mal uns mal ein bisschen Lebenszeit sparen, wenn wir das währenddessen abgeben. Schmeißt ihr wieder da oben unten auf den Boden. Sollten wir das nicht schaffen, Aha. Ja. Ist das Ende nicht mehr so viel anders. Na gut, okay. Ja, wir haben ja quasi schon die Beute, wir müssen es ja nur noch abgeben. Deswegen macht das halt Sinn. Wo ist hier die Wache bei dir? Die Wache bei mir, die geht da immer vor mir Zimmer rauf und ab. Was ist mit dem hinten? Das ist nicht da, wo Bernie ist. Das ist doch die Markierung, oder nicht? Oh. Oh, gut, dass man auch so viel sieht, wenn man Gabelstapler fährt. Das ist richtig Umsicht auf jeden Fall.
Werde gesehen. Boah, Alter. Diese Gabelstaplersteuerung ist so hart zum Kotzen, ey. Hm. Na komm doch, du Hurenkind. So. Hab schon den Loot-Ausgangspunkt gesehen, ne, oder? Also ich habe den jetzt per se nicht gefunden, aber man kann hier die irgendwie weiter nach oben bringen. Aber wohin genau das dann hier Lobby kann man die hinschmeißen? Hm. Da bei der einen Cam ist hier wohin für das Red Squares. Hm. Mit den Bags, Alter. Was ist denn da oben, wenn ich fragen darf? Ja, da oben sind. Ich hab den Ort noch nicht gefunden. Deswegen. Ich suche den die ganze Zeit. Also ich frag mich, wo ich halt mit dieser Hand hin muss, weißt du? Das ist so mein Problem. Was hat Bane eigentlich genau gesagt nochmal? Ja, bring ihn in irgendeinen Schacht oder so, aber mehr halt auch nicht. Dani, nein! Was? Das geht. Oder ich? Was? Ich finde. Nein, das kann doch nicht sein, oder? Oh, das ist ja alles was. Oh, Mann. Hä? Wie wurden wir denn jetzt entdeckt? War ich das? Da war eine Kamera. Aber eigentlich. Na gut, egal. Das hat mich jetzt echt verwirrt, weil eigentlich war ich mir sicher, dass ich nicht. Ich meine, du warst ja näher dran als ich, also musstest du ja gewesen sein, oder nicht? Muss ich nochmal in der Aufnahme schauen. Na gut. Kann sein, dass er vielleicht den Beutel vor der Tür gesehen hat oder so, aber das ist ja noch eine Vermutung von mir, aber da habe ich ihn vorhin auch hingelegt. Ja, hier, dann Benny kommt raus. Ja, ich bin tot schon. Hat sich schon erledigt. Ich habe halt kein einzige Hälfte, genauso zu 5 Seiten auf mich zu schieben. Ich habe keine Chance gehabt. That's not good. Ich habe halt in Schleichen habe ich keine einzige. Unten bin ich halt jetzt ein bisschen alleine. Ja, wir müssen da oben hin zu den. Yay, 5 Bulldozer. Ach, ich bin im Tresorraum drin. Hi. Bernie Counter. Ich kann nichts machen. Es sind 4 Bulldozer da. Ich kann mich keinen Millimeter bewegen. Kein Tank, so. Obviously. Aua. Ja, bin ich fett. Ah, fuck, ich hab ihn nicht getroffen. Na egal, versuch mal alles hinzubringen. Das ist down. Ich leg die einfach mal alle hier ab. Okay.
keine Ahnung. Oh, Kloker, ja, der muss aber die Fiste von den Kicksen, Alter. That's not good. Na gut, wir nehmen jetzt die Taschen mit. Ah, wir brauchen eine Geisel. Kann man nur die Taschen anhängen? Das gibt's ja nicht. Oh, das ist nicht gut. Nein! Ja, Dallas ist halt direkt neben dir, zählt mir sofort. Du Idiot! Jetzt kann ich die verdammte Seilrutsche nicht selber nehmen? Nein. Nein, kannst du nicht, oder? Dann müssen wir nach oben, weil sonst gehen wir etwa 6 Taschen auf den Horn ab, weil wir werden das nicht überleben. Ah, ich komm mit dir. Ich komm mit dir. Oh, das ist ein Bulldozer auf dem Weg. Ja, ich glaube, ich muss rein. Hier ist eine Tasche mit einem Bulldozer. Oh. Aua, 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 aua. Oh no. Oh nein, ich bin so gefickt. Oh, das ist nicht gut. Ah, es ist ganz schlecht. Ich bin so, ich komme keinen Millimeter weiter. Ja, du kannst nicht laufen. Keine Chance. Ich, so viele Leute, ich bin nach einem Schuss schon quasi tot. Warte, komm her, ich hab Heilung. Ja, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ich hab eine Tasche mit. Deswegen kann ich halt nicht laufen, ich hab keine Tasche. Also ich hab eine Tasche rum. Wir müssen zusammenbleiben, dann sind wir tot, deswegen. Ich seh nichts mehr. Alles gut. Ja, das sehe ich nicht so, aber komm schon irgendwie hin. So schön, das ist nicht so schön. Der Exloker direkt. Aua. Aua. Wenn der richtig schlechte Kampfattack war, dann ist es noch tausendmal schlimmer. Ich bin halb tot. Digga, warum kriegt die ganze Zeit Schaden, Mann? Na, ich ja auch. Du weißt aber nicht von wo, dass du es nicht anfrisst. Ach ja, es ist ein unendlicher Angriff. Ja, hab ich mir schon gesagt. Ja, was unterscheidet sich jetzt nicht an dem Ende? Das unterscheidet sich massiv, oder? Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich? Ich weiß nicht. Vom Ende werden wieder. Ja, das Ende unterscheidet sich in der Richtung jetzt, bis es das laute Ende ist. Wir müssen sich ein Helikopter abgeben. Ja, wieso erinnert sich doch, oder? Das ist ein bisschen mehr zu deck der Menschen jetzt. Extra dort, Alter. Ja, wie wir zur Beute kommen sehen, ändert sich nicht mehr. Das meint ihr damit. Oh no, oh no. Wir werden sterben, was soll das? Ich kann mir aber nicht vor, was geht. Also wir haben einfach nicht, wir haben weder genug Arme noch genug Powerpower, um hier durchzukommen. Au, 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 tot. Ein. Jetzt eine Geisel, wenn ich das holen könnte. Ach, was ist das Ding? Und sie haben alle das weggetragen, weißt du, hier ist ja nichts mehr da. Der ist gut. Hier, ich hole eine Geisel. Ich hab eine Geisel.
Aua, aua. Ja, ich tausch. Oh nein, diese Vollbügel sind... Oh, lauf, Bernie! Kommt's. Komm doch her! Was hält ihr denn? Siehst du doch! Bernie, ja, sei nicht blind! Bleib nur, verteidige dich, ist egal. Bernie hat irgendwie den Skill, stirbt in einer Sekunde. Oh, das ist bad. Ich werfe einen Player. Obwohl, glaube ich, war das nicht so gut. Benny ist down. Ich sehe nicht, ich bin verblüfft. Aua. Nein! Daneben geworfen. Benny ist down. Ich hab ja, halt keine Elf. Ich hab halt null Elf. Ja, du musst ein bisschen in Deckung gehen, wie gesagt. Ja, ich sehe auch nicht, wo Deckung ist. Ja, muss aber blind sein. Also. Ich bin immer geflasht. Gesmoked. Danny ist down. Ich war in Deckung. Da war plötzlich ein Puls, ist er wieder da. Na gut, das ist belastend. So, da noch die zwei, dann haben wir es geschafft. Wir müssen einfach nur Bullshit durchrennen und uns reinschmieren. Ja. Ist doch alle zwei Sekunden so ein kein Help! Ja, du musst, wie gesagt, du musst immer versuchen, nicht in den Schuss zu kommen. Ich bin in Deckung, da war ein Cloaker! Oh nein, ich wurde weggeschaut, deswegen nein! Oh fuck, 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 ich hab. Das ist ein Bulldozer! Ich sehe nichts mehr, Cloaker! Oh, in Ordnung. Mach das. Ich bin down. Aber ich guck. Wo bist du, Cooper? Aber wie sollen wir denn da hochkommen? Holy fuck. Gute Frage, warte mal. Alles schlecht. Ich kann, glaube ich, gerade nicht zu dir. Hier sind noch zu viele Leute. Ja, alles gut. Nein, das gibt's doch nicht! Du scheiß Hurensohn-Bulldozer, deine ganze Familie wird von mir umgebracht! Dallas macht schon. Ist da eine Treppe oder wie? Ja, du musst halt auf so ein Pedestal springen und dann da rüber. So, ich hab's rein. Ja, ich bin so, da. Ja. Bin drin. So, jetzt wieder und ab, so. Na, ist halt sehr schön. Hat dann irgendwie noch funktioniert, auch wenn's Chaos war. Fick der Scheiß, Alter. All your base are belong to us, Alter. Alle Basse gehören uns. Oh Mann. Ja. Whatever, wir haben es geschafft. Gut. Ich habe die Zeit nicht geguckt, also hat bestimmt eine Weile gedauert. Ich glaube, 50. 50 Minuten, glaubst du, war das? Nee. Okay, ich glaube auch nicht, dass es so viel war. Aber ja. 40 sicher. Na, hab das wohl verkackt mit der Kamera. Ich schau mir an, was genau das Problem war, weil ich mir eigentlich sehr sicher war, dass ich das nicht lang genug davor war. Aber gut, irgendwie wurde ich dann doch entdeckt. Aber gut, dann sehen wir uns zum nächsten Part. Bis dann, ciao. Bye.